herzliches Hallo, Grüß Gott, Servus und guten Tag an die Zuschauer für Odyssey im Auftrag des Königs in der Version 2.6.3. Ja, ich werde mich jetzt wieder zurück zur Taverne begeben, nachdem ich mich umgezogen habe. Und nee, du nicht. Wir haben ja Herros Brief gefunden. Hä? Zack. Wir haben ja Herres Brief gefunden und sollen es gerade Scott Bescheid geben. Mein Gott, habe ich wieder eine komische, verrollte Zunge im Mund. So, auf zur Taverne. Oho. Denn ich habe den Brief schon dabei gehabt die ganze Zeit. So was Beklopptes. Ich hoffe nur, dass Scott jetzt auch die Option hat. Ich habe Harrow gefunden. Na endlich. Wo steckt diese Penner denn? Der Penner ist tot. Die Banditen haben ihn erledigt. Pech. Na, eigentlich ist es schade um ihn. War soweit in Ordnung. Er hatte diesen Zettel noch bei sich. Okay, dann weiß ich zumindest, was passiert ist. Du kannst jetzt Grant meinen Lagebericht mitteilen. Sag ihm, die Lage ist nach wie vor unsicher. Und weiter? Nichts weiter. Das ist alles. Und das soll ich jetzt Grant melden, oder was? Habe ich dir doch gesagt. Und jetzt lass mich in Ruhe, klar? Werde erstmal ein Bier trinken. Genau, und eine rauchen und was essen. So, bevor ich jetzt wieder den Fehler mache, nicht nochmal nachzuklicken und zu gucken, ob noch eine Gesprächoption folgt, kann ich eigentlich hier übernachten? Zur Toten Harp, hier kann man doch übernachten. Mal will ich mal sehen, ob das geht. Ja, auch das ist erledigt. So, Schlafanzug, Klamotten habe ich ja schon. Ohne an. Den Ach richtigen so, Schlüssel kriege ich das nie auf. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ja, gibt es denn hier ein offenes Bettchen? Nein. Ups, wer soll ich das klauen? Fragezeichen. Ich kann das nicht mehr. Stibitz. Ein Fasch mit Fisch. Das ist doch nichts Neues. Dann kann man auch noch stibitzen. Da kann einer in der Nähe, der das sieht. Das nicht gemacht. Oh, Sack mit Zwiebeln. Oh, Sack mit Kartoffeln. Mmh, boah, lecker Bratkartoffeln mit Speck, Leute. Oh. Aber nicht so aufgewärmte Leichenscheiben. Das sind alles nur Gerüchte. Also es gibt so manche Gastronomie, deutsche Gastronomie, die wirklich so komische Bratkartoffeln machen. So, hallo, ich habe was geklaut. So, das ist nur ein Adept. Okay. Ich gehe wieder raus. Kann leider nicht übernachten. Muss sozusagen zu Fuß wieder zurück zu Corinnes. Bis dahin melde ich mich wieder. Raus aus den Klamotten, rin in der Klamotten, musste eben noch an Tarok vorbei, damit er mich da nicht überfällt mit meinen Butler-Klamotten hier oder den Sklaven-Sträflingsklamotten. Sodele Grantico. Da muss ich mal überlegen, wo er steckt, aber ich werde mal eine Runde pennen. Dann machen wir gleich hier, wo das Bettzeichen ist, zum schlafenden Goldsack. Sorry, hier ist Gritta wieder. Ja, okay. Ich lass sie am Leben, liebe Leute. So geht's nicht. Gritta hängt wie eine Kletter an meinem Rockzipfel sozusagen. Wollte was Reimendes sagen. Das klappt manchmal nicht ganz immer. Oh, sehen aber böse aus, die Adepten. Die Deppen mit A. Ja, jetzt muss ich erstmal gucken, wo Grant sich aufhält. Wo könnte er sein? Der ist doch gewesen hier, in diesem Building, in diesem Gebäude. Fern meine alten grauen Gehirnzellen das noch wissen könnten, sollten. Oh, Sessel. Ja, da ist er doch. Da ist Granty. Ah. Oh. Da zwei Butler hier. Mhm. Wegen Scott. Wegen Scott? Ja, was ist? Scott sagte mir, dass die Lage nach wie vor unklar ist. Wie? Ist das etwa schon alles gewesen? Ja, das war alles. Na toll. Dieser Scott scheint total unfähig zu sein. Ich werde diesen Idioten ersetzen. Verdammt, wenn man nicht alles selber macht. Hier hast du deinen Lohn. 50 Goldstücke. Gut. Ja, danke. Ich werde dann die Stadt verlassen. Nee! Es steht hier auch noch, es wäre sehr gewagt, seinen Schlüssel zu stehlen. Wenn mir das gelänge, könnte ich an seine Truhe kommen, um da den Runenstein
den Teleportstein zu holen. Aber das will ich erstmal nicht machen. Warte. Oh. Ja, was ist? Ich brauche dich noch für einen ganz besonderen Job. Oh. So? Um was geht es? In letzter Zeit bekomme ich zu hören, dass meine Männer unzufrieden mit mir sind. Und weiter? Finde heraus, was die Burschen über mich denken. Wenn du deine Sache gut machst, sollst du von mir weitere 100 Goldstücke bekommen. Hm. Und wenn ich keine Lust dazu habe? Das wäre sehr schlecht für dich. Glaube ja nicht, dass du mit mir hier irgendwelche Spielchen machen kannst. Entweder du machst den Job, oder ich lege dich um. Sieht aus, als ob ich keine Wahl hätte. Du sagst es. Mir steht das Wasser bis zum Hals. Da kann ich es mir nicht erlauben, irgendwelche Rücksichten auf andere zu nehmen. Was ist dein Problem? Vielleicht werde ich dir das sagen, aber erst, wenn du deinen Job zu meiner Zufriedenheit erledigt hast. Soll ich also jetzt jeden Söldner hier in der Stadt fragen, was er von dir hält oder was? Nein, so nicht. Damit vermasselst du alles noch. Die Leute würden direkt merken, dass ich dich geschickt habe. Du musst deine Fragen schon geschickter stellen. Hast du vielleicht eine Idee, wie ich das machen könnte? Die meisten meiner Leute halten sich in den Kneipen der Stadt auf. Trotz meines ausdrücklichen Befehls. Don Schack sieht es nämlich gar nicht gerne, dass die Söldner voll herumlungern. Aber diesen Umstand können wir jetzt geschickt nutzen. Und wie? Geh in die Kneipen und sprich mit Kess und Butch. Die beiden haben jetzt die Kneipen in Korinnes übernommen. Gib ihnen ein Bier aus oder tu ihnen sonst einen Gefallen. Hauptsache, du bekommst etwas raus. Werde ich dort alle Informationen bekommen? Was weiß ich. Du wirst es eben versuchen müssen. Besonders wichtig ist für mich zu erfahren, was Evans und Hamlet über mich denken. Evans und Hamlet? Was ist mit denen? Das werde ich dir später sagen. Wir haben schon viel zu lange gequatscht. Nachher merkt einer noch, was wir vorhaben. Also mach dich endlich auf den Weg. Wenn da mal nicht Parallelen zu Gothic 3 sind, und zwar, ich weiß jetzt nicht, in welcher Stadt das war oder in welchem Gebiet, auf jeden Fall musste der Protagonist auch sich umhören, was die Leute über einen denken. Jedenfalls weiß ich das noch. Aber wir gucken nochmal hier über die Loyalität der Ork-Söldner. Also ein Bier ausgeben, Even und Hamlet. Ja, Hamlet ist cool, den gehe ich wahrscheinlich ein Kotelett aus. Von ihm halten. Okay, Butch, Cass, Evans und Hamlet soll ich dann befragen. Ja, dann bleibt mir ja wohl nichts anderes übrig. Uiuiuiui. Aber ich finde das gut, dass das genauso übernommen worden ist. Was heißt genauso? Aber die Idee mit dabei, das ist schön. Das ist echt schön. Da gehen wir hier raus, die Sonne scheint. Und wir gehen mal Richtung Kneipe. Aber erstmal speichern. Ach ja, das ist das Bettenmodell. Und gucken, vielleicht ist ja hier noch einer. Nee, hier ist alles gut. Wo ist denn eigentlich der Abu Djinn? Ach nee, hier ist nur ein Ork-Söldner. Abu Djinn ist ja ganz woanders, aber das ist ja der Platz von Abu Djinn. Abu Djinn. Und du stehst immer noch sehr Gewehr bei Fuß, besser gesagt bei Schwert bei Fuß. Und zieht wieder die Waffe. Das ist ja lustig. Das will mir wohl Angst machen hier. So, dann schauen wir mal. Wen haben wir denn hier alles? Zu sitzen, zu stehen, zu trinken. Cass. Hier ist zum Beispiel Cass. Oder Cass. Ich hätte gerne ein paar Auskünfte. So? Ja. Was kannst du mir über die Leute hier sagen? Nichts. Und jetzt lass mich in Ruhe. Ich habe zu arbeiten. Okay. Gibt's irgendwie noch ein... Ich hätte gern ein Bier. Oh, mach ich mal. Ich hätte gerne ein Bier. Ein Bier? Klar, kannst du haben. Trinkst du eins mit? Aha. Ja, warum nicht? Na denn, Prost. Auf dein Wohl. Klug. Noch eins? Nein, danke. Vielleicht später. Na gut. Bei mir kannst du übrigens auch was zu essen haben, wenn du willst. Kotelett? Vielleicht ein Kotelett für Hamlet? Was hältst du von Grant? Gib mir was zu trinken. Ich frage nochmal was von Grant. Was hältst du von Grant? Warum willst du das wissen? Nun, ich würde gerne bei euch mitmachen und... Wie? Du willst bei uns mitmachen?
Ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass Granz dich bei uns aufnehmen wird. Dazu bist du gar nicht der richtige Kerl. Wenn du meinst. Also, was ist jetzt mit Grant? Was hältst du von ihm? Ich finde, dass er ganz in Ordnung ist. Er macht seinen Job gut und das ist die Hauptsache. Was ist denn sein Job? Er ist unser Anführer im Kampf und sorgt dafür, dass wir von den Orks den üblichen Anteil der Beute bekommen. Sind auch die anderen Söldner mit ihm zufrieden? Die meisten schon. Zumindest höre ich in meiner Kneipe kaum Beschwerden über ihn. Im Hafen dagegen sieht es anders aus. Wieso? Genaueres weiß ich jetzt auch nicht. Zuweilen sind bei mir auch ein paar Söldner, die meistens im Hafenviertel Dienst schieben. Und die sind ganz und gar nicht gut auf Grant zu sprechen. Weiß der Teufel warum. Aha. Vielleicht kann mir ja der Wirt darüber Auskunft geben. Batsch? Das glaube ich nicht. Das ist ein ziemlich verschlossener Bursche. Wenn der mal sein Maul auftut, dann nur um andere herunterzumachen. Glaub mir. Mit einem Bier allein wirst du ihn nicht zum Sprechen bringen. So, so. Ach ja, noch eins. Kennst du Evans und Hamlet? Hey, sag mal, willst du mich verarschen oder was? Na klar kenne ich die beiden. Für wie blöd hältst du mich eigentlich? Bleib ruhig, war nicht so gemeint. Dein Glück, Mann. Ich bin ein gutmütiger Bursche. Doch wenn einer krumm kommt, kann ich ganz schön sauer werden. Schon gut, ich hab's verstanden. Was ist nun mit Evans und Hamlet? Weißt du, was die beiden von Grant halten? Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich schon zu viel gesagt habe. Ja, na komm. Ich gebe auch wieder einen aus. Nee, lass mal. Irgendwie schmeckt mir mein Bier jetzt ganz und gar nicht mehr. Ui. Aber wieso denn auf einmal? Ich wollte doch nur... Am besten hältst du jetzt das Maul oder ziehst Leine. Ist besser für dich. Ja, okay. Roland ist kein Diplomat. Der ist immer so fordernd. Das geht gar nicht. Aber mal gucken, vielleicht ist noch was. Gib mir was zu trinken. Nein. Chalutschu Schammen, wo ist ein Butch? Wo ist Butch? Der ist hier nicht. Den muss ich noch woanders finden. Den Anspruch auf die Herrschaft der Welt zu verhindern und den Schläfer zu bannen. Jetzt guck ich mal weiter. Orksöldnerchen. Evans! Hey, Evans oder Evans? Na, mal gucken, was er so sagt. Hallo! Was willst du? Ich wollte mich hier nur mal umschauen. Ja, verschwinde, sonst mache ich dir Beine. Wer bist denn du? Wer bist du? Mein Name ist Evans und ich rate dir, merk dir meinen Namen gut. Und warum? Weil ich Grants Vertreter hier im Hafenviertel bin. Wenn du hier Mist baust, bekommst du es mit mir zu tun. Okay, das ist aber sehr lustig und komisch. Warum? 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 Warum erfahre ich das? Aha. Gucken wir nochmal ins Logbuch. So, das Bier hat Kass, wird so im Handelviertel Gespräche gemacht. So, Evans sollte ich ja anquaken. Aber da habe ich leider kein Glück gehabt. Vielleicht gibt es eine bestimmte Reihenfolge, in der ich die ansprechen sollte. Kann ja sein. So, dann gibt es ja hier noch eine Kneipe, wo normalerweise Mo davor steht. Und das leidige Thema des DX11-Renderers. Das hatte ich ja im Forum ja thematisiert. Ja, also hier wird das nicht so richtig dargestellt. Es ist ein bisschen was zu sehen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich bleibe aber da an der Sache dran. Und gucke, ob ich das für mein Let's Play ein bisschen optimieren kann, auch wenn ich selber ein bisschen Hand anlegen sollte. Und hier ist Butchiko. Butch. Hi, es wäre einfach. Hi. Jetzt gibt's was. Hi. Ich hätte gerne ein paar. Gib mir mal was zu trinken. Gib mir was zu trinken. Machen wir es so. Ach so, dann kaufen wir auch wirklich was. Sonst könnte es eventuell... Ich weiß es nicht, wie clever das jetzt hier gemacht ist, aber ich frage mal. Ich hätte gerne ein paar Auskünfte. Weiter. Habe ich nicht für dich. Hier kannst du nur was zu trinken bekommen. Aber ich habe nur ein paar einfache Fragen. Und das ist schon zu viel. Siehst wie ein Schnüffler aus. Und Schnüffler kann ich nicht leiden. Also was ist? Trinkst du jetzt was? Ansonsten kannst du verschwinden.
Oh oh. Hat auch nicht geklappt. Ich hätte gerne ein Bier, gib mir was zu trinken. Ach so, ich hätte gerne ein Bier oder gib mir was zu trinken. Dann gucken wir mal. Ich hätte gerne ein Bier. Ein Bier? Gut. Trinkst du eins mit? Nein. Und warum nicht? Ich trinke nur mit Freunden. Und du bist nicht mein Freund. Hier dein Bier. Mach 20 Goldstücke. Okay, oh wei, oh wei, oh wei. Ich speichere mal. Das ist aber eine vertrackte Sache hier mit dem Butch. So, mal gucken. Willst du dir etwas Gold verdienen? Und was muss ich dafür tun? Mir etwas über die Söldner hier erzählen. Vergiss es. Ich verpfeif keinen. Okay. Oh Mann. Tja, also bei dem kann ich nichts rauskriegen, bei dem Butch. Was sagt denn das Logbuch? Butch der Wirt. Söldner ist ziemlich einsilbig. Wird schwer sein, genau. Butch ist ein harter Knochen. Nicht ein Bier, wie es anderes einfallen lassen. Ich konnte Butch immer noch nicht zum Sprechen bringen. Es muss wohl doch irgendein Weg gehen, an ihn heranzukommen. Ein Hint gibt's leider hier nicht. Ah, tolle Nummer. Jetzt brauche ich nur noch den Hamlet, glaube ich. Oder? Hamlet. Wo ist denn Hamlet jetzt hin? Hamlet, Hamlet, Kotlet, ich weiß es nicht. Wo kann man denn noch? Ja, hier gibt's ja nichts mehr. Hier gibt's ja keine Kneipe in dem Sinne eigentlich. Gehen wir mal wieder zurück. Ist sowas Lustiges. Ja, ja, ist klar. Ich verpfeife doch keinen. Vielleicht hier in der Rote Laterne Bar. Oh, die ist nur runtergekommen und hier ist auch keiner drin. Das hatte ich aber schon mal gecheckt. Und da hinten, da ist ja nur das Schiff und ein paar andere Sachen. Ich weiß es nicht. Sehr komisch. Komisch. Hamlet, wo könnte Hamlet sein? Hamletico. Gut, gehen wir mal hier rum. Hier waren wir ja eigentlich noch nie, glaube ich, hier rausgekommen. Und ich bin auf der Suche nach Hamlet und dann steige ich mal wieder ein. Mal gucken, ob wir ihn finden werden. Wenn ich mir dann schon was einfallen lassen soll, dann fällt mir nur eins ein, dass ich mal wieder zurück zu Grant gehe. Und ich weiß, ich gehe einen anderen Weg. Ihn nochmal befrage, was denn das soll. Der Bruder Beliar. Vielleicht kann er mir noch einen Hinweis geben. Ich weiß, das ist Risiko, aber schauen wir mal. Ja, schön Wache halten, ihr kleinen Äffchen hier. Orksche Äpfche. So, jetzt bin ich mal gespannt. Vielleicht gibt es ja noch irgendwie einen Hinweis. So, Herr Grund, konntest du was herausfinden? Ich bin an der Sache dran. Gut, ich hoffe, du brauchst keine Ewigkeit dafür. Quatsch, misstraut mir. Hast du eine Ahnung, wie ich sein Vertrauen gewinnen könnte? Aha. Nein, keine Ahnung, aber du solltest mal mit Kess reden. Er kennt Butch ziemlich gut. Vielleicht kann er dir helfen. Wie bitte? Okay. Soll ich wieder runter zu Kess? Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Tja, dann machen wir das doch. Ich kann ja noch nicht springen. Tja, dann gucken wir doch mal. Oh, Kess war doch hier drin, oder? Ja, genau. So, Kess, sag was. Gib mir was zu trinken, wie kennst du... Ach ja. Wie gut kennst du eigentlich Butch? Sehr gut. Wir haben bereits in der ersten Schlacht um Faring zusammen gekämpft. Ah ja, damals war Marek unser Anführer gewesen. Schön. Dann weißt du sicher, wie ich an diesen verschlossenen Burschen herankomme. Na klar. Aber warum willst du das wissen? Ich habe irgendwie den Eindruck, dass du hier herumschnüffeln sollst. Und sowas gefällt mir gar nicht. Also sprich. Warum stellst du hier so viele Fragen über die Söldner? Äh.
sagen, was Sache ist oder lügen? Ja, sagen, was Sache ist, hätte ich mal vorher abgespeichert. Ja, ich will lügen. Lass mich lügen strafen. Ich sagte ja bereits, dass ich bei euch Söldnern anfangen will und daher... Ach, hör auf, ich glaube dir kein Wort. Ach, du liebst bisschen. Pech. Jetzt werde ich dir natürlich nicht mehr helfen. Na schön, du sollst die Wahrheit hören. Rand schickt mich. Grant? Wieso? Was will er denn wissen? Wenn du mir versprichst, es nicht weiter herumzutragen, werde ich es dir sagen. Keine Sorge, ich kann dicht halten. Also, was ist los? Grant befürchtet, dass einige der Söldner gegen ihn sind und will wissen, was dahinter steckt. Gut, dass du so ehrlich warst, mir das zu sagen. Ehrlich gesagt ahnte ich schon sowas. Ich wusste jetzt nur nicht genau, ob du von Grant oder von Evans kommst. Wieso sollte ich von Evans kommen? Nun, Evans hat vor, Grant abzusetzen. Was? Bist du sicher? Sicher jetzt nicht, da ich keine Beweise habe. Doch es gibt einige Hinweise, die dafür sprechen. Was für Hinweise? Nun, heimliche Versammlungen, seltsame Andeutungen, verschwörerische Reden und so weiter. Wenn du mich fragst, dann ist da was im Busch. Wird Butch mehr über die Sache wissen? Davon bin ich überzeugt. Butch gehört zu Evans Leuten. Das ist schon mal sicher. Weißt du, wie ich mir Butch Vertrauen erringen könnte? Das ist schwer. Verdammt schwer. Doch halt. Ich habe da eine Idee. Lass hören. Butch ist ein leidenschaftlicher Würfelspieler. Auch und das weiter? Noch. Nun, du müsstest ihm beim Spiel so viel abknöpfen, dass er nichts mehr übrig hat. Vielleicht wäre er ja dann bereit, dir die Informationen zu geben, die du wünschst, wenn du ihm versprichst, ihm dafür sein Gold wiederzugeben. Gute Idee. Ich kann es ja mal probieren. Viel Erfolg. Naja, die Neugier, die Cass hier hatte, hat es dann doch geschafft, dass ich weiterkomme. Und wieso schubberst du hier mir eigentlich den Rücken, du Ork-Söldner? Ja, Butch, ich werde das mal abspeichern. Dann gehen wir erstmal zu Butch, da springe ich mal eben kurz hin. Ach, der steht jetzt hier, okay. Dann frage ich nochmal. Nee, passiert immer noch nichts. Warte mal. Nee, Geldbeutel einfach stehlen. Mach ich mal. So. Geht denn der hin? Okay, der steht da einfach nur rum. Was jetzt? Gehe ich mal wieder zurück. Mann, oh Mann, oh Mann. Nicht gut. Nicht gut. Quatsch ist nicht ansprechbar darauf. Nee, hier sagt er auch nichts mehr. Oh, muss ich noch mal kurz sinnieren. Was jetzt? Hat das irgendwas mit der Tageszeit zu tun? 13.02 Uhr. Langsam ist auch diese Folge fast vorbei. So, vielleicht liegt das irgendwie was. Da läuft Butch rum. Nee, läuft auch nichts. Ja, schade. Ach ja, da läuft er hin. Aber ich muss ja mal gucken, wenn Butch doch hier ist, dann muss doch irgendwo... Ah, hier gibt es was zu würfeln. Okay, dann müsste sich Butch jedenfalls dann hier befinden, zu irgendeiner Tageszeit, damit ich ihn ansprechen kann, um mit ihm zu würfeln. Steht ja auch im Logbucheintrag. Na, nicht, dass ich selber die Zeche bezahle, nur wann geht er dahin? Das ist die große Frage. Guck ich mal nach den anderen, die mir noch fehlen. Soll ich das machen? Oder vielleicht ist da auch irgendwie eine Abhängigkeit drin? Ich muss erst nochmal suchen, wo die anderen sind. Ja, jetzt stehe ich hier in der Schmiede in der Kaserne vor Mark. Dem kann man auch eine Frage stellen. Kann ich dir eine Frage stellen? Kommt drauf an. Was willst du denn wissen? Was hältst du von Grant? Hm.
Warum willst du das wissen, hä? Ich überlege, bei euch mitzumachen und... So? Na, von mir aus. Aber zurück zu deiner Frage. Grant ist soweit in Ordnung. Er hat nun mal seine Stärken und seine Schwächen. Naja, gut, okay. Der ist zwar nicht in der Liste, aber er erzählt was Gutes über Grant oder Grant. Also grantelig über Grant ist er Mark nicht. Gut. Ja, aber trotzdem fehlen mir noch Evans und Hamlet. Wo könnten die wohl sein? Ja, die Zeit ist ein bisschen verstrichen. Jetzt haben wir Nachmittag, 15 Uhr. Und jetzt gucken wir mal nochmal sicherheitshalber rein. Butch ist nicht mehr am Pier oder beziehungsweise am Kai. Junge, 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 was ist denn hier? Ja, jetzt ist er. Mal gucken, vielleicht... Da ist er, da ist er. Vielleicht gibt es jetzt eine Option. Was hältst du von einem Spielchen? Jawohl, aber erstmal will ich speichern. Hey! Was hältst du von einem Spielchen? Einem Spielchen? Meinst du jetzt würfeln oder was? Genau das. Wie hoch ist der Einsatz? Jeder setzt 50 Goldstücke. Oder ist dir das zu viel? Nein. Ist in Ordnung. Gut. Sag Bescheid, wenn es losgehen soll. Ja, da muss ich mal eben gucken, ob ich alles angelegt habe. Ich brauche ja einen Würfelbecher und das soll ich hier als Amulett tragen. Die Würfel, wenn das noch stimmen sollte. Und, ach ja, da ist ja Butch schon. Nee, hä? Was ist denn jetzt los? Soll das so? Oh Gott. Das wird schlimm, 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 schlimm. Was ist denn jetzt? Ich lade nochmal neu. So, jetzt, Alter. Jetzt geht er da wieder hin. Ach, was soll ich denn jetzt machen? Der arme Kerl kann dann. Ja, Leute, mein erstes Würfelspiel. Diesmal gegen Butch. Lass uns würfeln. Lass uns würfeln. Gut. Jetzt kann ich natürlich nicht wissen, wie lange das dauert. Ups, jetzt sitze ich daneben. Warum? Aber es funktioniert. Oder? Haha, da guckst du was. Eine 6. Sehr gut. Ah, ich auch. Unentschieden. Was jetzt? Wollen wir nochmal spielen? Du musst nur 8 Spiele gewinnen. Toll. Lass uns würfeln. Gut. Als ob ich nicht schon genug Probleme habe. Ich mache jetzt nichts. Der ist einfach so aufgestanden, der Roland, und setzt sich da hin. Okay. Das hätte er doch besser wissen müssen. Ich habe nichts gemacht. Eine 4. Verdammt, eine 2. Herr mit den 50 Goldstücken. Hier hast du sie. Was ist? Noch ein Spielchen? Ich muss noch 7 Spiele gewinnen. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wenn ich Ende mache. Ich mach mal nochmal. Lass uns würfeln. Gut. Auch mal eine andere Perspektive. Das sind doch alles nur Gerüchte. Na? Eine 4. Eine 5. Pech gehabt. Okay. Na gut. Hier deine 50 Goldstücke. Hey. Sehr gut. Noch ein Spielchen? Ich muss nur 8 Spiele gewinnen. Super geil. Ich gehe mal wieder mal hier genau an den Hocker. So. Lass uns würfeln. Gut. Jetzt sitzt da richtig. Na also. Und was ist es? Mist, eine 1. Eine 5. Pech gehabt. Tolle Nummer. Na gut. Hier deine 50 Goldstücke. Hey, sehr gut. Noch ein Spielchen? Ja, natürlich. Lass uns würfeln. Gut. Na, sag was. Eine 2. Na, verdammt, das gibt es doch nicht. Eine dämliche 1. Herr mit den 50 Goldstücken. Hier hast du sie. Was ist? Noch ein Spielchen? Ja, liebe Zuschauer, danke fürs Zusehen. Ich werde das jetzt mal abkürzen, also jetzt offscreen spielen. Und vielleicht gewinne ich. Ich weiß natürlich nicht, wie lange das gehen kann. Schenkt mir einen Daumen, schreibt einen Kommentar und ich verabschiede mich. Und ich würfel noch weiter. Und wenn sie nicht gestorben sind, gut. Würfeln Roland und Butch immer noch. Haha, da guckst du was? Eine 6.
Verdammt, eine 2. Herr mit den 50 Goldstücken. Hier hast du sie. Was ist? Noch ein Spielchen?